Ja, Defense Drone halt, ne? Und dann warten wir mal ab. Also mit dem Evade müssten wir eigentlich relativ gut bedient sein, finde ich. Ja, es langt eigentlich. Boah, krass, krass, krass. Also von 7 Schüssen nur 2 getroffen, das ist schon ein herber Evade, ja. Wir versuchen es aber trotzdem noch ein bisschen. Ach, schade, der war auch nix. Also ich denke, irgendwann werden wir mal von 7-5 treffen und dann. Okay, da war jetzt der erste dabei. Immerhin. Okay. Oh nein, es war. Ja. Ja, aber wir müssen hier am Ball bleiben, auf jeden Fall. Wir haben noch hier die Möglichkeit, mit einem Fuel rauszukommen. Okay, der ist aber. Der ist weg, genau. Ganz schön frech, der Bursche. Ganz schön frech. So, du schießt hier hin, weil dann ist er auf jeden Fall weg. Okay. Ein teuer erkauftes Fuel, aber naja. Zivilsektor, Rock Home Worlds. Ist eigentlich egal, wir versuchen es mal im Zivilsektor. Ich will eigentlich nur noch mein Schiff upgraden erstmal oder zumindest mal reingucken. Wir brauchen noch 180. Ja, nee, da brauchen wir noch ein bisschen was. Okay. Das hier ist jetzt ein guter Sektor. Wir haben hier unten noch 4 Nebelbeacons, die wir uns angucken können. Das gefällt mir auch von der Struktur her diesmal ganz gut. Wir hatten ja ansonsten ziemlich Pech immer, wenn es um den Aufbau der Sektoren ging. Oh, und da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht unsere Medbay repariert, ne? Und er hat auch wieder einen Raketenwerfer dabei. Dafür hat er nicht so. Ja, komm, machen wir mal eine Systemreparaturdrohne an. Wir werden nachher noch eine andere brauchen, da bin ich mir sicher. Und die andere machen wir nachher auch noch an. Dann machen wir mal ganz kurz die Defense Drone aus und die andere an und so weiter und so fort. Also wenn wir sie brauchen, haben wir sie halt auf Abruf bereit. Okay, Waffen sind fertig. Ja, aber ich würde schon sagen, einmal die Schilde attackieren. Machen wir halt mal kurz die Defense Drone an. Dann haben wir halt jetzt den Vorteil, dass der Antrieb wahrscheinlich kein Feuer fängt. Ja, ich weiß. Wir könnten jetzt schon wegjumpen. Es gäbe immerhin 32 Scrap dafür, aber. We will not accept surrender. Den schalten wir jetzt auch noch aus. Wir müssen noch warten, bis hier die Sequenz kommt. Ja. Okay, 44 Drone Parts gab es jetzt dafür. Ihr seht, wie super die System Repair Drones hier sind. Total klasse. Ja, wir helfen natürlich dem Zivilschiff. Ah, diesmal hier ohne. Alles klar. Ja, dann nehmen wir nochmal den Tag mit. Du bist schon auf dem Weg, ne? Alles klar, gut.
shit. Okay, gut. Eigentlich gut. Okay, schön. Schilde sind ausgeschaltet. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Oh, leck, Alter, ey. Da hat ja auch kaum einen Schuss gerade getroffen und nicht mal 50% waren drin. Okay, gut. Das Gute ist ja, er hat wenigstens keine Möglichkeiten, seine Crewmitglieder zu heilen, denn er hat keine Medbay an Bord. Jetzt attackieren wir nochmal hier seinen Laser, das ist auch gut. Ah, shit, da war auch nur wieder die Hälfte drin. Gut, 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 gut. Ja, kontaktieren wir das Zivilschiff. Ah, schön, schön, schön. Und wir kriegen noch ein bisschen Scrap. Leute, ich muss mal übrigens jetzt an der Stelle einen Cut machen. Oh, nee, wir gucken uns noch den Store an. Webreigniter, 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 okay. Ja, aber ist ja auch irgendwie... Ist ja irgendwie zu erwarten gewesen. Ist euch mal aufgefallen, wie wenig Stores wir mit Crewmitgliedern gefunden haben? Ich würde mal sagen, war eigentlich fast keiner, oder? Also, I'm not saying, I'm just saying. Endboss auch ohne Teleporter? Ja, warum nicht, ne? Wird lustig. Wird lustig. Ich muss aber mal kurz überlegen, was ich jetzt mitnehme. Also wir reparieren mal ein bisschen. So. Ja, wir nehmen die. Nein. So. Okay. Ja. Halte ich für die beste Variante. Also so haben wir noch... es ist ja folgendes. Also die Pegasus brauchen wir für den Endboss. Wenn wir den ohne... ihr wisst, was ich meine, ne? Also wenn wir den... Ja, wenn wir den ohne Teleporter machen, dann brauchen wir die Pegasus für den Endboss. Weil die Pegasus halt auch gut durch die Schilde durchkommt und so, und dann schießen wir ihm halt mit der Pegasus so gut wie möglich irgendwie die Schilde runter. Ja, okay. Okay, okay, okay. Weiter geht's. Ich will noch nicht direkt zum Store. Nein, nein, ich greife die an.
Nee, auf der, in dem Level, wo wir momentan sind, da lohnt sich das wirklich nicht mehr. Und wir haben halt den Scrap Recovery Arm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Gut, okay, super. Perfekt, 55 Scrap haben wir jetzt gekriegt, also es war viel mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, so ist die Idee. Ja, jetzt brauchen wir die Defense Drone. Das geht hier nicht anders. Hoffen wir nur, dass es keine Pegasus ist. Okay, es ist eine Leto oder eine Artemis. Ja. Gut. Ja, wir weichen aber doch ganz gut aus. Wir attackieren jetzt hier in der Möglichkeit nur die Schilde. Wie ist denn das jetzt bitte gegangen? Ach du meine Fresse. Geh mal rüber, Tag. Lass es mal die Drohnen machen. Oh, Alter. Oh, Alter, hat der sein Zeug schnell wieder aufgeladen. Mann, Mann, Mann. Zum Glück war es nur ein Firebeam und kein Halberd-Beam. Da hätte ich mich jetzt echt geärgert. Okay, dann ist er jetzt weg. Tschüss, Taco. Oh, schön. Ja, okay, cool. Nochmal ein bisschen Scrap als Reward. Das ist doch gut. Zum Store. So, ein Crewmitglied? Fragezeichen? Wir müssen es machen. Ich will es machen. Ich will es machen. Ich hab irgendwie Bock drauf. Wir haben einen Volley. Okay, ja, wir versuchen es. Wir warten jetzt erstmal. Es ist mittlerweile rausgepatcht worden. Ich weiß es, aber ich bin ein Oldschool-FTLer. Ich muss warten mit dem Weapon Pre-Igniter, bevor ich den nächsten Beacon anspringe. Okay, so ist das alles voll. Einfach nur, ja. Weil ich das auf jeden Fall noch ausnutzen will. So, Nummer 1. Erste Chance. Nicht bei dem. Ja. Wo ist er? Im Cloakroom. Thank you.
Der ist ganz schön fix, der Bursche. Okay, schade, hier hat es jetzt nicht geklappt. Wir brauchen halt einen Automated Rebel Scout oder irgendwie sowas. Naja, komm, dann. Wir nehmen noch so viel Beacons mit, wie irgendwie machbar ist, ne? 8 Fuel für den Drone Party. Ne, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Attack the Pirate. Ach du meine Fresse. Na, ich kann ihn ja nicht direkt wegmachen, ne? Einmal hier drauf, einmal hier drauf. Wir greifen weiter an. Ja, es ist halt eigentlich so von dem Skill her, ist der Weapon Pre-Igniter eigentlich etwas, wenn man das halt früh kriegt, dann kann man halt was machen, ne? Aber so jetzt halt, da jetzt ab Sektor 7, da werden wir nicht mehr viel Möglichkeiten haben, irgendwelche Viecher auszuschalten, ne? Ionenblaster Mark 2, aber für einen Blast langt es auch nicht. Das ist halt ganz gut jetzt dann, wenn wir gegen den Endboss noch kämpfen. Aber sonst haben wir davon auch nicht viel. Okay, wir holen uns die 2 Punkte Energie, die werden wir sowieso noch brauchen. Und nur für den Fall, dass wir jetzt hier, weil wir hier viele Jumps durch den Nebel machen, nur weil wir jetzt hier vielleicht in einen Storm reinkommen könnten, aber es ist ja nicht gesagt. Okay, nichts los hier. Nee, dann sind die Rebellen aber wieder so schnell hier drüben. Insofern jetzt hier den Beacon. Ich will auf jeden Fall halt noch beide mitnehmen. 2 4 4 4 Raketen. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ignore. Und hier hin. Im Türensystem, aha. Warum verliert denn mein Mantis hier schneller Energie als die Gegner? So. Dann haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Ja, schade. Schade, schade. Also auch in Sektor, also auch im nächsten Sektor, wenn wir nur noch gegen Gegner kommen, die dickere Schilde haben als wir. Aber den Beacon können wir uns noch holen. Komm bitte, Automated Rebel Scout ohne Schilde oder sowas. Fight the ship. Wo ist er? Türensystem schon wieder? Ist da noch gar keine Luft drin, oder? Ja, schade, ich habe versucht, alle Register zu ziehen, aber... Ja, ja, ich weiß, mach du mal deinen Schrott-FTL da an. Also den Antrieb, ne? Ich meine jetzt nicht, dass es Spielschrott ist, ich liebe dieses Spiel. Ganz im Gegenteil, also. Du schießt hier drauf.
Nö. Nö. Ja, 42 Scrap. Schade, 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 schade. Ich hätte jetzt gerne das Achievement erfüllt. Naja. Ui. Oh, im Cockpit ist nicht gut. Ja, hat er jetzt halt natürlich auch nochmal den besten Typen da gekriegt. Oh, warte, ich hab ja... Oh, ja. Ich hab ja hier noch, ne? Dingens, Waffen fertig, die ich nicht benutzt habe. Ach, komm, ist mir zu bunt und platt. So, last stand und fertig. Und wir kriegen 10 Fuel und werden ein bisschen repariert. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Macht's gut, bis dahin. Ciao.